Ich halte es für notwendig, darauf hinzuweisen, weil ich Verluste befürchte auf diesen Feldern. Wir haben eine sehr alarmistische Medienlandschaft. Wir haben sehr viele Bürger, denen die Geschwindigkeitsprozesse der Gegenwart nicht behagen, die sich lautstark äußern. Wir haben zu wenig erklärungs- und argumentative Fähigkeit aus dem politischen Feld selbst. Und wir haben zu wenig Persönlichkeiten, die auf die notwendige Werteverbundenheit in einer Gesellschaft neben einer freiheitlichen Verfassung hinweisen. Eine freiheitliche Verfassung ist ein Gerüst. Aber wenn eine Gesellschaft nicht freiheitlich leben will, nützt die geschriebene freiheitliche Verfassung nichts. Das haben wir in der Weimarer Republik bemerkt. Deshalb ist die Hauptaufgabe auch der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, die Befähigung von der Freiheit in verantwortbarem Sinne Gebrauch zu machen. In die praktische Politik übersetzt ist, heißt das eigentlich, dass man die erste Unterrichtsstunde als die Stunde der Geburt begreift. Das hat Pestalozzi gesagt und von Anfang an Talente von Kindern aufspürt und ihnen Chancen ermöglicht. Es gibt ja viele Kinder, die in Verhältnissen aufwachsen, die nicht das Anregungsniveau und den Anregungsgehalt wie andere haben. Aber sie können sehr wahrscheinlich etwas, diese Kinder. Und wir wenden uns ihnen zu wenig zu. Das heißt, Freiheit beginnt ganz vorne im Leben. Eine Schule kommt meistens schon viel zu spät. Wir haben dann schon zu viele Menschen eigentlich verloren. Und wenn man für alle und für viele oder für mehr Freiheitschancen gewinnen will, muss man sie befähigen, sie zu nutzen. Und das heißt Erziehung, Bildung. Da liegt die Bildungspolitik in Deutschland gegenüber den skandinavischen Staaten eigentlich schief. Die skandinavischen Länder investieren viel mehr als wir in Statuserwerb. Sie meinen das jetzt nicht nur mit Einkommen oder mit besseren Lebensmöglichkeiten. Sie wollen den Menschen die sozialen Chancen durch Bildung stabiler machen am Beginn und nicht hinterher in den Reparaturbetrieb Sozialpolitik eintreten, wie wir den in Deutschland weitestgehend haben. Das heißt, Deutschland muss eigentlich sein Empfinden für soziale Sicherheit, sein Empfinden für Lebenschancen der Menschen mehr an den Anfang legen und nicht nur als Abgleich hinterher verstehen. Das wird eine gewaltige Aufgabe sein, aber sie ist der Kern einer Bildungspolitik, die Menschen befähigt.